Eurovideo Medien. Dedelic Entertainment. Geile Mucke. Leicht laut. Aber damit sage ich Hallöchen, 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 wenn ich es gerade mal ein bisschen leiser mache. Und wie geht das leise? Ach, da. Ah. Das ist mir ein bisschen schnell. Geht das auch langsamer? Das ist zu langsam. So. Ja, damit Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen und willkommen zu Fire. Ein Spiel, was mir GamesPlanet zur Verfügung gestellt hat. Vielen lieben Dank dafür. Einfach mal vorbeischauen auf gamesplanet.com oder den Link in der Beschreibung, wenn ihr das Spiel da direkt kaufen wollt oder dort mal ein bisschen stöbern wollt und mich unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne den Link in der Beschreibung nutzen, sonst einfach gamesplanet.com in euren Browser eingeben. Und Fire ist das neue Adventure von Dedelic, wie man gerade gesehen hat. Und was ich davon erfahren habe bisher, es ist komplett ohne Sprache. Und wir sind hier der coole Typ, der, glaube ich, Ung heißt. U-N-G-H ist ein ferner Verwandter von Unge, den wir hier spielen dürfen. Und er hat leichte Probleme mit seinem Stamm, aber ich glaube, das wird uns gleich alles erklärt. Ich würde sagen, wir drücken einfach mal auf Spielen. Hier, auf dieser Diskette möchte ich gerne spielen. Und ich bin sehr gespannt, was uns erwarten wird. Ein Adventure komplett ohne Text. Und es soll sehr lustig sein. Ich bin gespannt. Feuer. Er hat irgendwas übers Feuer gesagt und wir haben unseren Bauch rausgeschreckt und haben gesagt, ja, Feuer. Oh. Ob das so geplant ist? Ich weiß nicht. Oh no, das Feuer ist aus. Ich glaube, wir wurden aus dem Dorf geschmissen. Oh. Oh, oh, oh. Traurig, ihr guckt. Wie bewege ich mich? Nee. Kann ich denn... Achso, ah, hier kann ich wieder zurückgehen. Leertaste. Okay, aha, das ist die Hotspot-Anzeige. Wir werden mit dem Knochen beworfen, wenn wir da wieder rein wollen. Das ist aber nicht nett. Oh, ist ja ganz traurig. Aber den Knochen können wir jetzt bestimmt mitnehmen. Yay, wir haben einen Knochen. Wir sind bewaffnet. Wir können also uns gegen Dinosaurier und so können wir uns jetzt wehren. Ey! Die hat aber den Knochen wieder ausgekotzt, die Schlange. Okay, also das passiert bestimmt nochmal, wenn ich dagegen werfe, richtig? Okay. Der den ausgekackt, nicht ausgekotzt natürlich. So. Können wir da irgendwas mitmachen? Können wir dran ziehen? Das stört sie aber nicht so wirklich. Okay. Und dann gehen wir erstmal weiter. Gucken, ob wir noch andere Sachen finden. Da ist zwar hier so ein kleiner Dreizack. Kann ich vielleicht damit jetzt den Apfel abwerfen? Mal gucken, was die Schlange dazu sagt. Achso. Ich dachte, du wirfst das jetzt. Okay. Die Musik ist ja mal sehr geil. So, damit können wir nichts machen. Okay. Ja, das weiß ich auch nicht. Kann er... Das ist schade, dass der das nicht kombiniert oder so. Wir können auch nicht weiter nach da. Kann ich denn jetzt mit dem Dreizack irgendwie hinten pieken oder so? Oder zieht der jetzt wieder nur dran? Aha! Haha! Sehr gut. Und dann können wir zurückgehen, uns den Knochen holen. Und dann den Apfel abwerfen. Dann haben wir einen Apfel, was auch immer wir mit dem Apfel wollen. Wir brauchen ja, glaube ich, ich weiß nicht, wir brauchen Feuer, soweit ich das gelesen habe. So, wir haben einen Apfel. Den er einfach mal aufisst. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas... what? What? Was war das?
What the fuck? Was zum Teufel ist das denn jetzt? Ja. Ach so. Ja, ja, okay, verstanden. Mach ich, kein Problem. Mach ich. What? What the fuck? Ein psychedelischer Apfel. Hä? Miam Miam haben wir freigeschaltet. Was ist das? Errungenschaft Blunga 1. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber das Steam Overlay sagt mir gerade, ich habe Blunga 1 freigeschaltet. So, hiermit kann man jetzt hier irgendwas mitmachen? Nee. Kommen wir natürlich nicht dran. Ach, wie cool. Kommen wir jetzt. Nee, kommen wir noch nicht drauf. Aber jetzt kommen wir hier drauf. Genau, und dann nochmal dran ziehen. Ziehen. Nee, da, also okay, runterspringen geht nicht. Dann können wir jetzt hier einen rüber gehen. Ach, ist das cool. Nee, so geht's nicht. So geht's. Und jetzt? Achso, wir müssen ja an das Ding da dran kommen, was wir jetzt können. What the fuck? Was zum Teufel? Onkboga 1 habe ich jetzt gerade freigeschaltet. Was zum Teufel? Okay, dann gehen wir scheinbar in die neue Welt, in den neuen Bildschirm hier. In den neuen Screen. Das haut ab vor uns. Oh, hallo. Dinosaurier. Der hat das eingeatmet. Okay, ich möchte aber erstmal hier umschauen. Was ist das? Ah, jetzt bin ich hier hinten. Okay. Wenn ich jetzt hier hinten hier lang gehe. I have no idea what I'm doing. Okay, das geht scheinbar nicht. Gut, dann müssen wir wieder hier nach vorne kommen. Gucken, ob wir mit dem Vogel irgendwas tun können. Das sind ja auch Zähne. Hier mit dem Vogel können wir nichts tun, okay. Mit dem Vieh da, nee, auch nicht. Können wir einfach so in die Nase greifen? Nee. Zunge können wir auch nichts. Was ist das? Da kommt er natürlich nicht ran. Da muss ich also wieder nach hinten. Und irgendwas muss ich dann da mit diesen Zähnen machen, die ich da immer schön bewegen kann. Aber ich weiß nicht was. Kommen wir auch nicht da. Oder ach, kommen wir da ran? Ach, da kommen wir ran. Ah, schau an. Aha, da haben wir sein Gehirn. Erfolg. Sniarb. Jetzt hat er den Mund offen. Kann ich ihn jetzt wieder gehen? Der Mund bleibt offen. Was bringt mir das auch, dass der Mund jetzt offen ist? Kann ich dann vielleicht einfach reingehen in ihn hinein oder so? Oh ja, Tatsache. Natürlich, gehen wir einfach mal. Ach, da ist er gerade im Verdauungstrakt. Was ist das? Wir nehmen es mal mit. Okay, da komme ich nicht dran. Da komme ich natürlich auch nicht dran. Ah, warte. Da, das hätte ich gern.
Der sieht auch irgendwie so besonders aus, damit kann man auch nichts machen. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Wir sind jetzt hier drin. Wir können jetzt hiermit... Haben wir jetzt irgendwas verändert? Nee, oder? Ich wüsste zumindest... Warte mal, was ist da? Kann ich da was dran tun? Aha. Und jetzt... Achso, das, da kann ich aber nicht wieder reingehen. Ich kann da nur den Vorhang wieder aufziehen und seinen Mund wieder zumachen. Was? Was? Was ist das denn da hinten? Was ist denn hier? Ach, ach, der Schwanz. Ach, da ist noch so ein Ding. Yay. Und da ist noch so ein Ding. Was auch immer das heißt. Aber das, da habe ich doch schon eins von. Hä? Ach so, so kommt das Ding dann vielleicht wieder raus. Wenn ich das jetzt durch den Verdauungstrakt durchkriege, muss er nur wieder seinen Maul aufmachen. So. Dann gehe ich wieder rein. Oder warte mal, kann ich ihm das Ding in die Nase stecken? Wenn ich jetzt hier wieder den Vorhang aufmache, dass er den Mund wieder zumacht und die Nase auf. Macht er die Nase dann nicht wieder auf? Doch. Kann ich das da reintun? Okay. Wir haben ja noch eins davon. Oder? Wir hatten noch zwei, oder nicht? Oder ist das zweite jetzt noch drin? So, jetzt ist das Maul wieder offen. Gehen wir mal wieder in ihn hinein. Ne, das ist nicht da. Wenn ich es daran ziehe... Kommt da scheinbar auch nicht ran. Ach, jetzt sind die zwei Dinger da drin. Aber ich weiß nicht, was uns das bringt. Da kommt er überall nicht ran. Das kann ich entweder auf verdauen. Jetzt komme ich aber natürlich nicht wieder rein. Verdauen, auf riechen oder auf Maul auf. Und ich weiß eben nicht, was passiert, wenn ich hier das Ding da, was dann passiert. Da gehen da vorne irgendwelche Dinger auf in seinen Nägeln. Komme ich denn da irgendwie ran von hier? Nee, so geht er wieder rein. Aber da komme ich von hier ja auch nicht ran. What the fuck? Wo ist denn... Wir hatten doch zwei von diesen Dingern da, oder nicht? Was das da hinten noch irgendwann soll, weiß ich auch nicht. Hier, wir hatten doch zwei von diesen Teilen da. Moment, wenn ich das jetzt wieder auf Verdauen umstelle... Ach, jetzt ist das zu. Jetzt habe ich das zugemacht. Der einzige, wo ich rankomme, der muss offen sein, damit ich hier es wieder auf Verdauen umschalten kann. So, und der Vorhang aufgeht... So. Kann ich damit irgendwie interagieren? Nee. Ach, ach, da ist aber das Ding wieder. Ah, das habe ich gesucht. Und da weiß ich nicht, was er damit tun soll. Okay, wenn ich ihm das Ding jetzt auch noch irgendwo reinschmeiße,
Da habe ich wahrscheinlich alle drei in diesem Verdauungstrakt und nichts passiert. Nee, da meinte ich. Wenn ich jetzt wieder reingehe, sind wahrscheinlich alle drei da drin. Genau. Jetzt müsste es doch rausgekommen sein, oder nicht? Die Klappe da ist doch lang genug aufgegangen. Wenn ich das jetzt umschalte auf Koten, dann müsste es doch... Warum wackelt das? Achso, dass es da durch kann. Okay. Warte mal, ist es jetzt da? Ja, da ist es! Yay, wir haben es geschafft. Ein Zerschmettern ist am Boden. Was auch immer das für komische Dinger sind. Und wir werden in das nächste Bild gesogen. Yay! Onkboga 2 haben wir jetzt freigeschaltet. Super. Und wir schreiten voran in der Welt. Ich weiß nicht, wie viele Levels das noch sind, aber ich glaube nicht so viel. Das Spiel kostet auch nur 8 Euro bei Games Planet gerade. Je nachdem, wann ihr das guckt. Im Moment kostet es 8 Euro. Da können wir nichts mit tun. Da können wir auch nichts mit tun. Geil. Shake that booty. Er möchte Regen. Aber es kommt keiner. Wir müssen also für Regen sorgen, scheinbar. Okay, schauen wir uns erstmal weiter um. Was haben wir hier? Böse guckende Stein. Und was bist du? Dem kann ich einen mitgeben. Aha, dieser Stein da scheint aber im Weg zu sein. So, was haben wir denn noch hier? Kann ich da einen Rüssel ziehen? Nee. Oh, da wird er ganz sauer. Ich krieg euch! Gemeinheit. Achso, warte. Haha! Jetzt habe ich eine Keule, oder was? Kann ich dem damit einen auf die Nase geben? Nee. Dem Stein? Nee. Aber dem Stein hier vielleicht? Mit dem Stein kann ich ja gar nichts tun. Läuft der jetzt schneller durch die Keule? Nee. Läuft immer noch wie bekifft langsam. Und wird dann zermatscht. Hä? Ist da gerade jemand was passiert mit dem Matsch an dem Pfosten da? Ach so, mit meiner Maus war das. Okay. Was auch immer ich da jetzt getan habe. Okay, jetzt haben wir Nacht. Aber das stört die Steine wahrscheinlich weniger. Ja, der macht den immer noch platt. Aha. Das war falsch. Warum ist das denn falsch? Achso, die Wolke ist wahrscheinlich im Weg. Das ist auch falsch. Hinter der Wolke sind wahrscheinlich noch zwei Dinger, die wir brauchen. Er zählt gerade Schafe. Da ist eine Gewitterwolke. Kann ich jetzt hier mal... Hallo. Er macht dann immer wieder seinen Regentanz. Oh. Huch. Erfolg freigeschaltet. Psst. Das tut mir leid. Was haben wir da? Eine Fackel oder was? Tada! Blunga 5. Ne, damit kann ich es nicht dagegen hauen. Achso, jetzt kann ich auch Regentänze machen. Ah, damit kann ich die Wolken also verschieben. Und diese Wolke muss ja weg. Wenn ich jetzt hier den Regentanz mache,
regnet dann die Wolke und verschwindet dann? Ja, sie verschwindet. Und wenn ich jetzt den und den, dann habe ich hier irgendwas gelöst. Okay. Kann ich dem jetzt Blumen in den Kopf stecken? Ich weiß nicht, was das bringt, aber ich mach's einfach mal. Passiert gar nichts, okay. Die Fledermäuse interessieren uns auch nicht. Ach so, warte, wenn ich jetzt... Vielleicht wächst das ja, wenn ich jetzt Regen herbeitanze. Tschukka, 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 tschukka. Natürlich nicht genau. Warte mal. Ich kann aber nichts machen. Nee, ich kann ja nichts machen, während der sich, während der den Tanz macht und während das grüne Ding sich bewegt. Sonst würde ich machen, dass der tanzt. Wenn ich wieder Tag mache. Aber jetzt kann ich gleich auch nichts mehr machen, ne? Nee. Der muss bestimmt irgendwie wachsen, der Baum. Was genau das bringen wird, weiß ich auch nicht. Wenn wir jetzt an die Dings hauen. Passiert überhaupt nichts. Okay. Ich weiß noch nicht, was das bringt, wenn wir den da langlaufen lassen. Warte mal, was hat der denn da? Der hat einen Schwanz. Hallo? Achso. Hä? Achso, der pustet. Ich musste mir irgendwas ins Maul stecken, bestimmt. Aber was? Hä? Was machen die Steine denn da? Lauf, ist deine Chance. Die Steine hüpfen wie wild durch die Gegend. Oh, ja. Das muss man hoffentlich nicht timen jetzt, oder? Ich kann ja ganz schlecht abschätzen, wann da der Weg frei ist für dich. Nein, da war fast durch. Ich würde ihm auch gerne mehr Schwung geben, dass der was schneller läuft. Aber das machen wir alles in der nächsten Woche. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Bis zum nächsten Mal bei Fire. Macht's gut. Tschüsschen.